forever. Das ist sie. Die neue Fabergé-Kollektion. 100 Schmuckstücke, jedes ein Unikat und bis zu 7 Millionen Euro teuer. Zu bestaunen sind die Meisterwerke im Original nur hier, in einer Boutique in Genf. Den Mythos von Fabergé neu beleben will Mark Dunhill, Urenkel von Alfred Dunhill, dem Gründer des gleichnamigen Tabakkonzerns. Statt das eigene Familienunternehmen zu führen, stellt er sich lieber neuen Herausforderungen. Schauen Sie sich nur an, was für ein Erbe Fabergé hinterlassen hat. Niemand könnte einem solchen Angebot widerstehen, dabei zu sein bei der Wiederbelebung einer solch einzigartigen Marke. Die Neuausrichtung ist ein Wagnis. Niemand weiß, ob der Kunde überhaupt Fabergé will. Die Firmengeschichte ist wenig ermutigend. Während Fabergé-Eier heute Millionen auf Auktionen erzielen, wie hier bei Christie's, endete der Erfolg von Fabergé mit dem Fall des Zaren im Jahre 1917. Karl Peter Fabergé floh in die Schweiz. Zuvor verkaufte er alle Firmenanteile an seine Mitarbeiter. Ein Fehler. Armand Hammer, ein amerikanischer Industrieller, kaufte die Rechte von den Sowjets. Die Ausschlachtung der Marke begann. Unter dem Namen Fabergé wurden Parfums oder billiger Schmuck verkauft. 1990 dann der erste Versuch, Fabergé wieder als exklusive Schmuckmarke zu etablieren. Die Lizenz erhielt das deutsche Unternehmen Viktor Mayer. Auch Fabergé Eier produzierte die Pforzheimer Manufaktur. Trotz des Wachstums wurde die Lizenz im vergangenen Jahr nicht verlängert. In Genf lebt heute die Urenkelin von Karl Peter Fabergé. Sie ist eingebunden in die Neuausrichtung der Marke. Eine späte Genugtuung. Denn während andere Millionen mit dem Namen verdienten, ging ihre Familie damals leer aus. Die Geschichte kann man nun mal nicht ändern. Ich könnte mich deshalb natürlich ärgern oder verrückt werden, aber ich habe mich damit abgefunden. Im Auftrag einer Investmentfirma will Mark Dunhill Fabergé jetzt zu einer besonders exklusiven Luxusmarke umgestalten. Dafür geht er neue Wege. Der Kunde kann die Kollektion im Internet betrachten und einen Verkäufer samt Schmuck zu einem Ort seiner Wahl bestellen. Mit der Internetseite wollen wir unseren Kunden eine neue Service-Dimension eröffnen. Es gibt ihnen die Möglichkeit zur Flexibilität. Und das ist es doch, was jeder anspruchsvolle Kunde heutzutage sucht. Die gerade eröffnete Boutique in Genf, sie soll die weltweit einzige von Fabergé bleiben. Eine Büste und Fotos. Vieles erinnert hier an den Firmengründer Karl Peter Fabergé. Der Bezug auf den russischen Goldschmied soll der Marke Glaubwürdigkeit verschaffen. Und genau dafür wurde auch Urenkelin Tatjana Fabergé mit ins Boot geholt. Nun heißt es Kunden gewinnen. Für die Werke aus Diamanten, Rubinen und Smaragden.